Sie sind schmal, aus einfachem Silber und nicht die Spur glamourös. Die Ringe, die Schauspielerin Emma Watson auf ihrem Facebook-Account im Foto zeigt, sehen aus wie klassischer Teenie-Schmuck. Doch für die Schauspielerin aus den Harry Potter-Filmen haben sie einen unschätzbaren Wert. Einer davon war ein Geschenk meiner Mutter, schreibt sie auf Facebook. Sie hat ihn einen Tag nach meiner Geburt gekauft und 18 Jahre lang getragen, ohne ihn je abzulegen, so Watson. Als sie 18 wird, habe die Mutter ihn ihr vermacht. Ich trage diesen Ring jeden Tag, er ist das Bedeutendste und Außerordentlichste, das ich besitze. Die britische Schauspielerin bietet jetzt einen Finderlohn für Informationen, die ihr beim Wiederfinden helfen. Die 27-Jährige berichtet, sie habe die drei Ringe am Sonntag bei einem Besuch im Mandarin Oriental Spa in London in einem Schließfach deponiert und dann vergessen abzuholen. Nachdem sie ihren Verlust bemerkt, ruft sie sofort den Sicherheitsdienst an, doch ohne Erfolg. Der Daily Mail zufolge soll der Ring, den Watson von ihrer Mutter bekommt, einen Designer am Set von Die Schöne und das Biest dazu inspiriert haben, ein ähnliches Schmuckstück anzufertigen.